Hallo, meine lieben Megakonstrukteure und willkommen an dem Punkt, an dem mir die datumsbasierten Wortspiele ausgehen und ich einfach mal auf den Hersteller verweisen muss. Hoffentlich fällt mir morgen wieder was ein. Aber genau, wir sind am 15. Dezember, der Adventskalender. Und ich suche gerade die. Ah, da ist sie. Da ist die 15. Das heißt, wir reißen Stuart, den wir gestern bekommen haben, heute den Kopf ab. Okay, machen wir das mal. Möglicherweise kommt sogar genau der Schlitten, den man dran hängt. Das wäre nervig, weil das wirklich ein beklopptes Teil ist zum Bauen. Ich meine, drei Teile plus der Riemen. Das ist nix, aber irgendwo muss der drin sein und wäre schon lustig, wenn genau dieser Zusammenhang jetzt aufkommt. Eigentlich ist die Tür dafür zu groß. Ja, es ist auch nicht der Schlitten, denn es ist nicht blau. Es ist ein Sofa oder sowas. Also das Ding hier. Okay. So, einmal Teile auskippen. Ein Sofa. Pokémon hatte ein Sofa. Jetzt haben auch die Minions ein Sofa. Das bedeutet auch, wir sind diesmal teilemäßig sehr im Standard. Mit einer Ausnahme. Diese Slopes sind ein Megakonstruktsteil. Und ein interessantes Megakonstruktsteil, weil man hiermit einen Slope genau auf einen Stein bekommt. Okay, dann kommen die schon mal da hinten. Das Ende. So, dann haben wir hier genau die einmal zwei Slopes ingerundet, also diese Doppelkäse-Ecken. Die halten das Ganze zusammen. Und dann kriegt er noch vier Füße in Anthrazit. Das ist ein ungewöhnliches Dunkelgrau. Ih, die Platte hat einen Schriftzug. Ja, komm, geh da rein. Na. Jetzt kämpfe ich mit den blöden Einzelpinöppeln hier. Hätte ich das vorher gesehen, hätte ich den Schriftzug nach innen gemacht. Das ist eklig. Was soll das auf der Platte? Das muss ich nicht auf der Platte. Das gehört auf die Verpackung. Jetzt geht der Einzelpinöppel auch noch wieder raus. Wir haben ein kleines Passproblem mit den Einzelpinöppeln, oder? Weil das sollte eigentlich nicht passieren. Ach, geht doch. Vor allem ist der wieder rausgesprungen. Was sollte das denn? Okay, die Passprobleme muss ich leider bemängeln. Das war verdammt schwer hier reinzukriegen, die Einzelpinöppel. Und wie ihr gerade gesehen habt, ist einer plötzlich noch wieder rausgesprungen. Das geht gar nicht. Ansonsten, nettes kleines Sofa. Das hier ist ein schönes Teil. Wie gesagt, diese gerundete 1x2-Slope auf 1x2 Drittel Bricks Höhe. Ja, 1x2 Drittel Bricks Höhe, so rum. Was eine ungewöhnliche Höhe ist, aber ein ganz interessantes Teil ergibt. Warum? Warum? Ich meine, auf die schmale Seite einer Platte einen Schriftzug anzubringen, ist auch noch relativ aufwendig. Warum ist das da? Alle anderen erzählen immer, wie unglaublich teuer es ist, Drucke zu machen und dass man sich die deswegen spart. Und hier haben wir auf der am schwersten zu bedruckenden Stelle überhaupt einen komplett überflüssigen Made in China-Druck. Ach Leute, naja, jetzt ist halt das Sofa Made in China auch gut. Auch gut. Ist schon leicht absurd. Aber es ist mein Sofa, auf dem eine Figur sitzen. Nee, kann sie nicht. Die Lehne ist im Weg. Okay. Pokémon, bitte macht es besser. Oh je. Oh, das fühlt sich ungewöhnlich an. Hier ist irgendwie eine Art Korb oder sowas. Ein paar kleine Teile. Hier ist nochmal. Hier ist ein runder 1x1er. Schauen wir mal, was das alles ergibt und hoffen wir mal, dass die Anleitung nicht wieder im Weg ist. Ja, sie wäre im Weg gewesen. Hätte ich nicht mittendrin dann gedacht, hey, zieh mir doch mal ein bisschen anders. Und wir haben einen Tisch. Ah, das habe ich gefühlt. Hier die Glocke. Die Käseglocke. Ja.
Ist die Tüte leer? Die Tüte ist leer. Okay, fort damit. Ist der einmal Einser der Runde, den ich dann vielleicht auch in der Mitte auf die Jumperplatte setzen sollte. So. Interessant übrigens, dass die bei Constructs da kein Loch oben drin haben. Spielt relativ selten eine Rolle. Manchmal wird das Loch allerdings verwendet. Also bei anderen Herstellern. So. Ich habe keine Ahnung, was das ist, was man hier serviert unter der Käseglocke. Das könnte so ein ganzer Tisch für einen Cupcake oder so sein. Sieht wirklich aus wie ein Cupcake und dann mit seiner ganz eigenen Glocke für den ganzen Tisch. So, jetzt dieses lustige Teil hier. Nettes Teil. Und auch die Glocke. Nettes Teil. Oh. Leute. Ernsthaft? Habe ich was falsch gemacht? Nee. Das ist genau so angezeigt, wie ich es gemacht habe. Ja, oh Gott. Kann es sein, dass irgendjemand bei den Kalendermachern am 15. Dezember, für den 15. Dezember, einfach nur geschlafen hat? Das Ding funktioniert halt nicht, weil kein Abstand zu den Noppen da ist, wo eine Figur vernünftig sitzen könnte. Na, vielleicht. Hol mal eben eine Figur. Wo habe ich eine Figur? Ich brauche eine Figur, eine Minifigur. Eine normale Minifigur, kein Chinese, danke. Vielleicht kann er da sitzen, mal gucken. Okay, das geht gerade so. Okay, das geht, das geht. Da ist gerade genug Raum für den Rücken, der braucht keinen zusätzlichen Platz. Wenn ein Rucksack anhält, würde es das nicht mehr gehen, aber das geht. Ist also keine komplette Fehlkonstruktion, nur das hier ist seltsam. Das hier dagegen ist definitiv eine komplette Fehlkonstruktion. Da hätte noch irgendwas hingehört, was hier einen Abstand macht, damit halt dieser komische Cupcake oder was es darstellen soll, unter die Glocke passt. So liegt die einfach nur locker auf. Vielleicht soll das so sein. Ich weiß es nicht. Sieht aber bescheuert aus und wie gesagt, ist komplett instabil. Nein, damit bin ich überhaupt nicht froh heute. Überhaupt nicht. Holen wir was uns glücklich macht. Holen wir Schokolade. Wo ist denn die 15? Da! Da ist die 15 und hoffentlich ist es was Brauchbares. Es sieht aus wie ein Schneemann, oder? Wird es ein Schneemann sein? Es ist ein Schneemann! Okay, damit sollte man was anfangen können. Schneemann! Bis nach dem Schnitt. Schneemänner sind halt auch echt so ein Thema, was in Lego vorn und hinten durchgekaut wurde und links und rechts und oben und unten und dann noch ein zweites Mal. Entsprechend dachte ich mir, was um Himmels Willen mache ich mit dem Schneemann? Nun, ganz einfach die Lösung, ich nehme einen lokalen Schneemann. So sieht ein Schneemann im Rheinland aus. Ja, wir haben hier Weihnachten teilweise bis zu 20 Grad schon gehabt. Also, da ist nichts mit Schnee. Vielleicht im Februar, vielleicht Ende Januar, nicht im Dezember. Entsprechend so sieht ein Schneemann bei uns aus. Ich lasse das einfach mal so eine Minute ungefähr im Bild, beziehungsweise ich laber jetzt einfach mal eine Minute lang, damit ihr Zeit habt, euch das Ding anzuschauen. Vielleicht auch auf Pause drücken, denn das ist praktisch zweidimensional. Das ist so einfach, da braucht es keine Anleitung für. Das ist Quatsch. Ja, der einzige Hinweis, vielleicht überall da, wo Noppen oben sind, handelt es sich um Scheinwerfer-Bricks, also diese 1x1er mit dem einen Seiten Noppen, der aber nicht normal breit ist wie ein 1x1er, sondern ein bisschen nach innen versetzt. Ja, die so ein bisschen aussehen wie eine Lampe oder sowas. Die sind das und alles andere, ich meine, ist so zu sehen im Bild, muss ich nicht viel zu sagen, das Ding ist komplett flach. Ich habe uns ursprünglich die Möhre im Test noch unter die Paneele gepoppt, die großen, die die Pfütze bilden. Das hat halt leider digital nicht geklappt, aber im echten Leben geht die auch unter so ein Paneel, kein Problem. Digital waren sich dann halt die Noppen und die Möhre und die Paneele alle gegenseitig im Weg. Wie man es umsetzen möchte oder halt auch nicht,
Jedenfalls, das ist mein authentischer rheinischer Schneemann. Und nun bis dahin.